Knappen Geldmengenziele, wachsende Entropie. Weiter so. Diese schwefelartigen Erläuterungen. Vom 9. bis zum 11. Mai zeigen als Teil von kommenden Ereignissen 30 Performerinnen und Performer ein experimentelles Tanztheater. Die Judith Schneider, die zusammen mit Judith Albisser die Installation geschaffen hat, fasst zusammen, welchen Inhalt die Performance hat. Bei dieser Theaterperformance geht es vor allem um das Thema Versinken. Es ist sehr dicht, es hat nicht Stühle, wo Besucher her sitzen, sondern man wird sich frei bewegen und es passiert an allen Ecken gleichzeitig etwas. Und das sind alles Assoziationen von diesen Performern mit dem Thema Versinken im Sand, Versinken in der Zeit. Voller Weg ist das Ende einer Unbekannten.
Wechsel, halblaute Dialoge. Bitte nach Ihnen. Grüß die Kinder. Hast du alles? Gute Besserung. Mach's gut. Gute Reise. In den Booten kann man sogar das Knirschen der Taue hören. Und phosphoreszierende Tropfen sieht man am Ruderblatt, das in Zeitlupe aus dem Meer taucht, ins Meer zurückspringen. Alles. Es war ein Geräusch, wie es nie zuvor ein Mensch vernommen hat. Und wie es keiner von uns, solange er lebt, je wieder zu hören hofft. Von diesem Augenblick an war kein Schiff mehr vorhanden. Ich mache bis auf die Haut nass Personen mit nassen Koffern aus. Auf schiefer Ebene sehe ich sie stehen, undeutlich in schrägen Regen am Ende des Abgrunds. Das Wetter ist schuld, dass sie so gleich sind. Ich rufe ihnen zum Beispiel zu: Die Waage zieht, meine Damen und Herren! Sie steht am Rande des Abgrunds! Jedenfalls. Lachen gemacht und rufen tapfer zurück. Danke! Ich sehe, die Lache versinkt! Keine Antwort. Fern Musikdampf an. Macht und tapfer. Spielt ein Orchester. Es ist mir nicht recht, wie sie alle sterben. Durchnässt bei diesem Nieselwetter. Schade.